Bei diesem Projekt ging es darum, eine Primär- und eine Sekundärkartonierung anzubieten, die sich perfekt in eine Fabrikerweiterung einpassen. Ich bin Dirk Andrich. Ich bin im Verkauf Gruppenleiter für das Gebiet Südost, Balkan und Nahost. Und Italien ist für mich ein Land, was ich mit einem besonderen Herzblut verfolge, weil ich eben familiär Italiener bin. Es ist eine typische Bake-in-Box-Aufgabe, das heißt Beutel in der Schachtel. Bake-in-Box ist im Verpackungsbereich ein definierter Begriff, wo es aber klassische Maschinen gibt, die den Beutel von der Schmalseite befüllen. Der Clou bei der Maschine ist, dass wir es eben im Top-Loading-Verfahren befüllen. Das heißt, wir befüllen von der großen Fläche, also sozusagen von oben, wenn man das so anguckt. Das Besondere bei der Maschine ist, dass wir mehrere Beutelformate und mehrere Schachtelformate verarbeiten sollen. Trotzdem soll aber der Wechsel von einem Format zum anderen einfach und schnell sein. Um die Leistung zu erreichen, die wir hier brauchen, verarbeiten wir 4 Zuschnitte gleichzeitig. Das sind also Flachzuschnitte. Wir nehmen 4 Stück auf einmal, beleimen, richten auf, indem wir senkrecht durch den Faltkasten fahren, stellen die Zuschnitte unten auf das Transmodul. Dann fährt das Transmodul vor in die Füllstation. Da werden die Beutel gruppiert, parallel zur Transmodulstrecke, werden in die Schachtel eingesetzt. Anschließend wird der anhängende Deckel beleimt und der Roboter verschließt den anhängenden Deckel. Das ist der Füllroboter. Am Füllroboter hängt ein Werkzeug. Normalerweise sind diese Werkzeuge mit Luftzylindern betätigt, also mit Pneumatikzylindern. Und das Besondere ist, dass wir ab sofort die Möglichkeit haben, wenn es sinnvoll ist, Motoren an der Stelle von Zylindern einzusetzen. Motoren haben den großen Vorzug, dass sie programmierbar sind und dass sie weniger Wartung haben als Pneumatikzylinder. Es gibt noch 2 interessante Dinge, die wir bei den Uni6-Maschinen als Standard anbieten. Das eine ist das Full-Fill-System für das Heißleimgranulat. Dadurch, dass das Granulat automatisch zugeführt wird, ist das Leimgerät nicht außen an der Maschine und stört vielleicht, sondern es ist versteckt in der Maschine und keiner muss rangehen. Das zweite ist eben das GS-Gate. Das GS-Gate ist ja ein von uns speziell entwickeltes Gateway, was zum einen die ganze Datenkommunikation sichert, eine sichere Anbindung zum Internet oder zum Kundennetzwerk bietet, einen Virenschutz. Das heißt, wir schützen die Maschine, wir schützen aber auch das Kundennetzwerk, dass da eben auch die Sicherheit vorhanden ist, die man ja braucht. Thank you.